Wobei, Sushi ist halt roher Fisch. Der ist jetzt halt gegrillt. Hier gibt's auch noch Sachen. Ach, das ist wichtig, dass die Karten... Nee, ist Lady Fujiwaras Mitteilung, okay. My Lady, ich habe die restlichen Holzscheiben in einem kleinen... Ja, das wissen wir. Das wissen wir, das war wichtig für alles andere. Wo wir gerade hier sind, können wir auch dieses Siegel brechen. Vielleicht ist ja hier ein Dokument, das in der Kampagne anders ist. 6 Yen auf jeden Fall, das ist schon mal sehr, sehr gut. Ich werde hier sterben, aber ich werde nicht zulassen. Ja, das wissen wir alles. Schreineingangsführer. Genau, das ist das, was uns dann den Hinweis gibt, wie wir in den Altar reinkommen. Wo ich mir nie wieder die Mühe gemacht habe, den richtig zu lesen. Was ihr natürlich tun solltet, weil ihr seid gewissenhafte Gamer. Spielt das Spiel auf Extrem und natürlich mit allen Hints, die ihr kriegt. Wir gehen jetzt zurück zum Hauptgebäude, öffnen da das Saturn-Siegel und dann gucken wir mal, wo uns das hinführt. Das führt uns dann wahrscheinlich einfach nur zu dem Ort, wo Uzuki dann auch aufgewacht ist. Aber ich weiß es gerade gar nicht mehr zu 100%. Ich glaube nicht, dass wir die Kampagne heute noch durchspielen werden. Weil die hat halt auch noch ein bisschen Länge. Aber für YouTube schneide ich das dann extra so, dass wir die Yin-Kampagne als ein Video haben, die Yang-Kampagne als ein Video haben und dann die Kuon-Kampagne als ein Video haben. Dass wir Kuon insgesamt als 3 Videos haben, werde ich dann cutten. Ich habe ja gesagt, ich mache das nicht und lade es komplett hoch, aber ich finde es, glaube ich, für hier einfach, finde ich das für hier einfach schöner, wenn wir das so haben. Genau, jetzt gehen wir daneben weiter, da ist ja das Sechser-Tor. Weil das macht dann auch, denke ich, mehr Sinn. Nur ich wollte es dann auch vorhin nicht bei diesen 2 Stunden belassen, die wir da hatten, oder 3. Weil ich habe da auch Bock drauf gehabt, hatte da auch, hab jetzt auch immer noch Bock auf Kuon. Ist ein gutes Spiel, hat eine schöne Atmosphäre und ich weiß nicht, irgendwas mag ich an diesen alten Horror-Games, gell. Das ist irgendwie cool. Aber es wird jetzt auch spät, ne? Wir haben gleich 2:30 in der Nacht. Deswegen war ich vorhin im Keller, dass ich jetzt nicht nochmal gehen muss. Oh, da ist offen. Pfad Süden. Oh ne, es ist der Pfad mit dem Affen. Weil da hätte ich dezent wenig, sehr wenig Bock drauf. Heilige Medikamente. 2-mal. Moosbedeckte Jizo stehen hier in einer Reihe. Was haben wir hier? Schiffchen, 2 Stück. Geil. Werden wir auch direkt benutzen. Alter, das ist Kuria. Satya-sama. ちょうど良いところへ来たものだな。 Guck mal, wie horny der Chef auf die Kuria ist. Nur weil die in der Weidenkiste gelegen hat. Schwör's. Nee-sama des. Kureha to moushimasu. Kono tabi wa. Du machst keine Umstände. Nee, du nicht. Nein. Sorry, Ori. Dorio-sama.
門の両脇は締め縄で封ぜられておりますし、ここは昔からそう。私たちはここより外へ出たことがございません。ただ社とこのお屋敷へと続く参道だけ。うつき、神社へ行けば何か手立てが見つかるはず。そうしたら行きましょう、外へ。ね、父上は良いのか。まだまだいろいろと調べ物があるそうで。わかりました、共に参りましょう。私は先を進み露払いをする。そなたは二人の後ろを。頼むぞ。Genau, also prinzipiell gehen wir alleine und müssen uns der gesamten Gefahr alleine stellen. Ja. Wir speichern hier ab. Und dann mache ich eine Pause. Wir spielen morgen weiter, denke ich, Kuon. Ob wir es morgen fertig kriegen, weiß ich nicht. Für euch auf YouTube geht es dann gleich weiter, weil ich das jetzt zusammenschneide. Das heißt, ihr bekommt dann nach... ihr bekommt die Yin-Phase als ein Video, bekommt die Yang-Phase als ein Video und bekommt die Kuon-Phase als ein Video. Auch wenn ich das vielleicht an drei verschiedenen Tagen dann im Stream mache, bekommt ihr das dann als eins. Das heißt, ihr habt das volle Erlebnis. Das heißt, wenn ich euch jetzt Tschüss sage, sage ich euch auch gleich dann wieder Hallo in weit entfernter Zukunft. Wenn ich jetzt aber den Leuten auf Twitch Tschüss sage, dann ist das für die auch gute Nacht und Tschüss und bis morgen. Von daher, ihr lieben YouTube-Leute, wir sehen uns gleich. Zukunfts-Gobi macht hier einen cooler Schnitt. Richtig geil mit Effekten. Nein, nicht mit Effekten. Einfach nur schnibbidi-schnipp. Und dann haben wir direkt... Hi Leute und herzlich willkommen zu Kuon. Oder wir machen da weiter, wo wir gestern aufgehört haben, bei Kuon. Oder so. Genau. Und das bekommt ihr dann als ein Video. Und dann habt ihr... Ne? So. Und bei mir würde ich jetzt in diesem Sinne sagen... Also, ihr lieben YouTube-Leute, bis gleich, ja? Und damit herzlich willkommen zurück bei Kuon. Wir sind mit Sakuya in der Yang-Phase und sind jetzt auf dem Weg zum Bergpfad. Was bedeutet, dass wir hier einem tollwütigen Affen begegnen. Und auch ekelhaften Gegnern, die sehr, sehr viel Schaden machen. Aber ich würde sagen, wir lassen uns einfach mal drauf ein. Und guck mal, wie es läuft. Ich weiß, dass ich in meinem ersten Playthrough hier ziemlich oft gestorben bin. Und dass es ziemlich nervig war. Und ich weiß auch, dass der Affe noch one-hittet. So, guck mal, die gehen auch tatsächlich vor. Aber verschwinden dann auch irgendwie durch die Welt so. Hier liegt ein Körper mit einem blutigen Tuch eingewickelt. Seine Haut ist praktisch mumifiziert. Gorilla. From Software hat's irgendwie mit Affen, kann das sein? Elixier. Also, wenn ich sage, From Software hat's mit Affen, dann rede ich da von meinem Sekiro-Playthrough oder an sich von Sekiro und diesem verfluchten Scheißaffen. Was ist man da drin? Reisekarte. Cool. Wo gehen wir lang? Berghütte oder den langen Weg? Ich habe keine Ahnung. Hier liegt eine Leiche. Ah, und die ist so positioniert, dass sie uns den Weg versperrt. Das macht Sinn. Das heißt, wir gehen halt den Bergpfad normal. War das Utski oder
Die Felsen müssten als Trittsteine gehen. Naja, das Springen-Feature. Oh, da ist noch ein Savepoint. Den nutzen wir auch auf jeden Fall. Ihr könnt halt auch ruhig mal auf mich warten, so. Also, ich wüsste jetzt nicht, was da dagegen spricht, auf mich zu warten. Tschüssi, Schiffchen. Warte. Was soll denn die Scheiße hier? Weg, nicht knuddeln. Wir hatten das gestern schon. Küssen verboten und so. Weg. Tritt den nicht. Schön. Nein. Moment. Heilung. Immer wichtig, immer machen. Und friss mein Hibari. Oh nein! Ich wollte sagen, friss mein Hibari! Brennen, Bitch! Jetzt friss mein Eisfächer! Uah! Hör auf zu knuddeln! Hugging ist echt unangenehm bei dir. Friss mein Hibari. Was hast du? Weihwasser? Elixier? Weihwasser. Elixier nochmal, sehr schön. Und wir machen erstmal. Den geilen Schatz. Meditation. Irgendwas schreit hier schon wieder rum. Ein umgestürzter Baum versperrt den Weg. Ah, jetzt kann ich hier gar nicht weiter und jetzt muss ich durch die Berghütte, glaube ich, gehen. So irgendwie war das. Oder? Ja, genau. Ich glaube, jetzt muss ich über die Berghütte da, über den Weg da. Weil die Leiche jetzt weg ist oder vom Affen verschleppt wird oder was weiß ich. Wie creepy die da sitzt. Aber sie ist tot. Da kam eine ordentliche Blutlache aus ihr raus. Wisst ihr was? Wir haben so viele Schiffchen. Wir speichern einfach nochmal. Tschüss, Schiffchen. Es fährt immer noch. Wir verfolgen das Schiffchen. Nein, jetzt ist es despawned. Schade. Ach, weil es da gar nicht weitergeht. Weil es hier weitergeht. Hä? Wo geht es hier weiter? Ach doch, es geht hier weiter. Scheiße. Ich muss da runterspringen. Schiffchen, warst du noch da? Ich weiß es nicht. Oh, fuck. Was macht er hier? Ich hab nicht aufgepasst. Ein Schlag vom Affen, wir sind gelb. Ich glaube, da hat er einen bestimmten Event One-Hit gemacht. Okay. Oder vielleicht war das nicht der Affe. Ich halte schon mal den Finger auf der Select-Taste bereit, um mich zu heilen. War Gott sei Dank nicht nötig. Der Schiffchen-Jumpscare, den haben wir gestern nicht getriggert, dafür hatte ich gestern ein anderes Event, das wir vorher noch nicht hatten. Ich habe aber über den Schiffchen-Jumpscare gesprochen. Apes in diesem Spiel, Alter. Wenn wir auf Extrem spielen, machen die dich doch One-Hit. Macht dich wahrscheinlich alles One-Hit. Und hält 20 Schläge aus. Oh, hat der da noch irgendwas liegen? Nee, er hat einfach nur die Leiche schön zärtlich weggeräumt, weil es ein guter Affe ist. Good Ape Boy. Sag
Takuya-sama. Utsuki. Yamai ni okasareta hitobito ga michi o fusaide shimaimashita. Koko kara noboru shika nai yo desu ne. Dou shitara ii? Kui ga hazurete iru. Sukoshi minami ni zaimoku goya ga gozaimasu. Soko ni kizuchi ga aru hazu. Wakatta. Koya ni wa mashira ga hisonde oru yamoshiremasen. O kio tsukete. Ja, das Problem mit den Affen ist halt, naja. Okay, hier nicht. Geht's geradeaus weiter. Hier auf jeden Fall irgendwo den Ape husten. Was könnte drin sein? Der Affe? Er bewegt sich auf jeden Fall. Jetzt ist er weg. Ich gehe wieder raus. Ich wollte auch nicht da durchgucken, da liegt ein Item, das ich haben wollte. 18 Hibari, so viel Platz habe ich gar nicht mehr. Ja, schau dann, ich habe den Schlegel, ne? Nee, der Affe ist ein Boss. Er will's wissen. Stopp. Der kriegt jetzt erstmal. Oh, KI. Nein, er kriegt erst den Hien ab. Wir können ein bisschen schwenken. Hier, friss. Nochmal. Alter. Und nochmal. Und nochmal. Wie viele Hyänen brauche ich? Shit. Affen in From Software Spielen sind so ultimativ stark. Ist er tot? Er ist nicht tot. Dein Scheiß Ernst, ich hab voll auf dich geschossen. Mir gehen die Heilungsmittel aus. Stirb einfach. Danke. Loch. Okay, der hinterlässt nichts, der brennt einfach nur sehr gut. Ich habe gedacht, ich könnte. Ah, warte. Ich muss die Items ja benutzen. Stopp. Ich hätte jetzt gesagt, wirf den halt einfach hoch, aber das macht sie ja auch, wenn ich den Schlägel ihr halt zuwerfe. Siehst du? Also sie hat ihn einfach, also, ne?
Bitte was? Genau, lass uns einfach mal nicht los wie deine dumme Schwester.